Deutschlands gegen Tschechien in Karlsbad. Das zweite Aufeinandertreffen beider Teams innerhalb von 24 Stunden im Rahmen der Euro Hockey Challenge. Mit Niklas Treutle im Tor für die DEB-Auswahl bekam den Vorzug und es sollte die Revanche geben für die 4:5 Niederlage tags zuvor. Deutschland gut in der Partie, gleich zu Beginn. Hier Tuomi mit dem guten Vorcheck. Loibe die Führung. Nach 2:04 der Straubinger Stürmer mit dem Auftakt nach Maß lässt Patrick Bartoszak im Kasten der Tschechen keine Chance. Und es sollte noch besser kommen. Scheibe geht in die Rundung. Wir sind immer noch in der Anfangsphase. Dann ist es Hinek Saorna. Und was macht der denn da? Legt das Ding ins eigene Tor am völlig verdutzten Patrick Bartoszak. Vorbei, weil auch Leon Bergmann die Kelle da noch dazwischen hatte. Ihm wurde dieser Treffer letzten Endes gut geschrieben. Aber dann Fehler von Müller. Kubalik auf Scheppig. Und quasi die direkte Antwort. Der Gastgeber, Dominik Kubalik, Topscorer in der Schweizer National League. Mit dem Überblick für Michael Scheppig von Vityaz Podolsk aus der KHL. Und der lässt sich die Chance nicht hingehen. Und dann kam der Auftritt von Martin Zadjovic. Fährt Slalom und macht den Ausgleich. 116 Sekunden nach dem Anschlusstreffer. Der Goalgetter von Kometa Brünn mit diesem genialen und sehenswerten Tor lässt da alle deutschen Spieler stehen und lässt dann auch Nick Treutle im Kasten der Mannschaft von Toni Söderholm keine Chance. Mit 2:2 ging es also in die Drittelpause. Die Tschechen, sie machten weiter Dampf. Tomaszek, Pfosten. Was für eine Möglichkeit, aber Treutle da noch ein bisschen mit der Fanghand dran. Fälscht den Puck da entscheidend ab. Auf der anderen Seite die DEB-Auswahl immer mal wieder gefährlich. Hier mit Dominik Bock zum ersten, zum zweiten, aber kommt nicht vorbei an Marek Langhammer, der für den verletzten Bartoszak in der Zwischenzeit im Spiel war. Aber es blieb dabei. Nach 40 Minuten nach wie vor Remis. Der Schlussabschnitt sollte die Entscheidung bringen. Und Deutschland furios in den ersten Sekunden. Föderl aus der Luft an den Pfosten nach diesem Pass von Benedikt Schopper. Auch die Tschechen mit ganz viel Dampf in der Offensive. Hier Pavlik, Tomaszek und dann Cervini. Die erstmalige Führung für die Ausländer, Rudolf Cervini, der Mann von Brynäs IF aus Schweden. Ein Ticken schneller als Marco Novak. Jetzt da in 43. Minute und es kam noch schlimmer für Deutschland. Die Saorna-Brüder. Und dann ist es Hinek Saorna. In der 4. Minute hat er noch ins eigene Tor getroffen. Diesmal aus seiner Sicht ins Richtige und was für ein schönes Tor. Schöner Handgelenkschuss. Auch diesmal keine Chance für Nick Treutle. Aber Deutschland gab sich noch lange nicht geschlagen. Novak auf Müller. Und der Verteidiger der Berliner Eisbären mit einem Klasse-Tor. Hier kämpfen sie sich den Puck. Novak reagiert schnell und Müller hat den Kopf lange oben. Lässt Langhammer keine Chance. Kurz vor Schluss dann nochmal Strafzeit gegen die deutsche Mannschaft. Schopper musste raus. Und die DEB-Auswahl, die in Unterzahl eigentlich gut gespielt hatte, muss in der 59. Minute den 5. Gegentreffer hinnehmen. Thomas Forst, der da Treutle tunnelt. Das war die Entscheidung, aber noch nicht das Ende, denn Deutschland kam nochmal mit dem 6. Feldspieler. Elsner mit viel Zug zum Tor und den Rebound verwandelt Leon Bergmann, sein 5. Treffer im 4. Spiel in der Euro Hockey Challenge. Mannheim darf sich auf einen absoluten Goalgetter in der kommenden Saison freuen. Ansonsten gleiches Ergebnis wie am Vortag. Tschechien schlägt Deutschland mit 5:4, das jetzt ein bisschen Pause macht. Und dann geht es weiter in der WM-Vorbereitung mit 2 Duellen gegen Österreich.